Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ist es endlich wieder soweit? Dieses Wochenende findet das Muster Makeover 2022 statt und ich freue mich total, auch wieder dabei sein zu dürfen. Dieses Jahr aber nur als Zuschauer. Genau, Mama und Julia sind heute Morgen schon mit Skittle hingefahren. Der ist nämlich auch mit dabei, aber er geht natürlich nicht die Prüfung oder so mit. Das erzähle ich euch später, warum Skittle dabei ist. Und genau, ich habe heute Morgen erstmal Paola und Bellamy versorgt und habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Mein kleiner Koffer, steht hier eigentlich auch irgendwo. Da! Da steht der kleine Koffer. Und genau, für mich geht es jetzt auch nach Aachen und ich freue mich total. So sieht übrigens mein Outfit heute aus. Passend zum Wetter eine knallige Farbe. Und jetzt geht's los. A few moments later. So, ich bin jetzt angekommen und werde natürlich erstmal direkt den Skit besuchen. Genau. Kannst du nicht normal da stehen? Nein, ich wollte immer von oben einen Blick haben, wie das dann so aussieht. Ich wollte euch ja nachher erzählen, warum Skittle überhaupt dieses Jahr wieder dabei ist. Genau, und Skittle ist ja quasi so das Musterngesicht von Taste the World und ist deswegen halt auch hier mit dabei und steht in dem Paddock neben dem Stand von Taste the World. Da hinten sieht man es ein bisschen. Genau, und wir dürfen jetzt gleich hier in dem Showring-Platz ja, auch mit Skittle sein. Und genau, wir werden einfach 15 Minuten ein bisschen rumführen, alles zeigen, Fragen beantworten, falls irgendjemand Fragen hat. Und sonst am besten... nicht am besten. Und sonst einfach ein bisschen über unsere Mustang-Zeit erzählen. Genau. So, ich habe mir ein Handmikro genommen. Julia, so ein lustiges Mikro, das irgendwie zu groß ist. Also, Julia hat auf jeden Fall einen kleinen Kopf. Ja, das wussten wir ja vorher schon, ne? Skit, you ready? Bist du fertig? Bist du fertig für jetzt? Ja, ich bin fertig. Das fanden wir tatsächlich auch super interessant, so zu sehen. Ich muss auch ein bisschen fürs Video filmen. Genau, und ja, dann haben wir uns überlegt, wie wir denn auch mit Mustangs arbeiten können hier in Deutschland. Und da haben wir einfach mal das Mustang Makeover gefragt, ob das denn möglich wäre, wenn wir auch einen Mustang bekommen könnten und mit dem arbeiten könnten, der dann letztendlich auch versteigert wird. Und ja, dadurch, dass ich ja noch minderjährig war, bezüglich der Entscheidung, Julia und Skittle passen richtig gut zusammen. Und ja, die beiden sind echt schon ein richtiges Dreamteam. Ja, also das kleine Mädchen, die neue Besitzerin und die Mutter, die sind beide auch sehr, sehr verliebt im Wi-Fi. Und wir konnten ihn auch... Skittle, du gibst immer jedem das Gefühl, als hätte so eine Seelenverwandtschaft. Weißt schon, dass du die mit mir hast, ne? Mit keinem sonst. Nein, wir sind nur beste Freunde, ne? Naja, wir sind dann aber allerbeste Freunde. Wir müssen auch einfach frei erklären. Das heißt, schmeckt doch auch ganz schlau, okay? Ich laufe jetzt hier erstmal ein bisschen rum, sag ihm hier eben, guck mal zu mir, dass die Pferde lernen, wenn sie wegrennen und ich hinterher renne, einfach stehen zu bleiben. Also ich renne nicht hinterher, weil ich den da verzwiebeln will, sondern ich will dann einfach bremsen und manchmal schaue ich hinterher, manchmal gehe ich. Aber ich will schon, dass er weiß, das wollte ich schon nicht. Aber prima, gut, super. Sehr schön. Kann ich ein bisschen schnalzen fürs Erste? Dann treibe ich den hier. Der wundert sich super. Und sobald der Trab, lobe ich ihn. Und dann ist er auch beim Trab so, dass sie dann schneller sind, auch wegrennen. Das macht er. Super, jetzt ist die Frage, hole ich ihn vielleicht lieber her? Wie bremsen? Dann bremsen kann ich noch nicht so gut. Schau ich mal. Super, spitze. Ist jetzt alles. Wie gesagt, später will ich, wenn ich ihn herhole, dass er durchtragt, bis er bei mir ist. Aber jetzt dachte ich, vielleicht für den ersten Tag ist es viel charmanter, jetzt einfach zu sagen, super gemacht.
Skittle hat jetzt gerade die erste Erfahrung mit der Schreiarbeit, gemacht und er hat super, 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 super gut gemacht. Wir sind sehr stolz auf ihn. Ja, ganz toll gemacht. Oh mein Gott. Aber die springen ja, ne? Ach du Scheiße. Julia, jetzt schnell. Alles gut, Baby. Alles gut. Alles gut, Baby. Alles gut. Ich werde komplett nass. Zeig mal bitte deine Hose. Das sieht man ganz gut. Der tropft richtig. Der geht da morgen nicht mehr so gern rein. Oh Mann. Kann man dann auch so. Doch einfach nur entspannt dann noch ein bisschen stehen, damit er nicht so lange in der Box ist. Ein Angstschuss. Hier schon Schlamm an deinem Bein. Hab ich ihn ausgesagt? Ja, die haben den ausgedehnt. Ich hätte gar nicht rangehen dürfen. Ich habe eine neue Freundin gefunden. You're fine. You're fine. You're so süß. Und ich habe mir gerade noch meinen Nagel hier abgebrochen. Was willst du denn hier mit deiner kleinen Pfote? Sieht man das? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Schön, dass mein Handy fokussieren mag. Naja, ja, dann streichel ich lieber dich, ne? Julia hat jetzt gerade Skittle schon zum Reiten fertig gemacht und dreht jetzt erstmal ein paar Runden hier auf dem Außenplatz und danach werden wir wahrscheinlich noch ins Deutsche Bank Stadion gehen, wenn es frei ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wie Skittle jetzt so drauf ist, weil was war das gerade bitte für ein riesengroßer Fail? Auf einmal gingen wir Sprenger an, obwohl hier eigentlich alle Sprenganlagen ausgestellt waren. Aber naja, da wurde er leider ein bisschen nass und fand es auch nicht so witzig. Aber jetzt ist er schon wieder relativ entspannt und ich bin mal gespannt, wie er jetzt noch so beim Reiten ist. Aber ich freue mich jetzt mal, den beiden wieder zuzuschauen, weil das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Den Sattel nochmal ändert, sitze ich viel besser drin. Ja, das macht viel auf. So ist aber gut. So ist aber richtig schön. Aber so ist gut, gar nicht tiefer kommen lassen. Ja, aber mit Applaus richtig gut. Eigentlich müsste man das kommentiert lassen, so wie wir reden, ey. Ich
deinem Bein auf jeden Fall und Hände einen Ticken runter. Aber gut, der hat einfach nichts getan, ne? Aber es ist so dunkel, dein Bein sieht man eh nicht so sehr. Ja, der sieht auch echt gut aus. Aber du wirst müde, oder? Ja. Weil dein Sitz. Sehr schön so. So, Julia und ich haben jetzt gerade eingecheckt, haben auch hier unsere Koffer dabei. Und ja, ich werde jetzt einfach wahrscheinlich noch duschen gehen. Wir müssen uns noch abschminken. Wir haben gleich 11:30. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Ja. Das Hotel kennen die Leute eigentlich ja auch schon aus den Videos, ne? Ja, ist schon allzeit bekannt. So, Julia und ich sind soweit jetzt fertig. Wie man sieht, habe ich doch nicht mehr geduscht. Ich mache es doch morgen früh. Ich bin jetzt so kaputt. Aber abgeschminkt bin ich jetzt schon, umgezogen auch. Und jetzt geht es ins Bettchen. Ja, da ist der erste Tag jetzt auch schon rum. Er war auf jeden Fall sehr lustig. Und ich freue mich sehr, sehr auf morgen. Was soll das? So schnell geht, jetzt ist schon der nächste Morgen. Julia und ich sind schon fertig geschminkt. Ich will auch noch heute Morgen duschen. Und ich auch. Das hat gerade ein ganz komisches Gefühl im Kopf bei mir. Was angehalten hat. Ja, und wir gehen jetzt nochmal kurz ins Zimmer, weil wir müssen jetzt auch schon wieder auschecken. Nicht wahr? Und Julia und ich sind schon wieder im Partnerlook. Am besten ist es, kommt hier runter. Ist irre, oder? Deinem Paddock und genießt gerade Sonnenbräu jetzt hier. Und heute werden wir auch nochmal im Showroom sein, um 14 Uhr nämlich. So, kannst du lernen gehen. Ja, mach jetzt erstmal nochmal, ich will das auch filmen hier. Einen, da kannst du ja wohl noch was draufpacken. Ich habe noch so. Hä? Ich habe noch so. Ich würde das erstmal von den Rändern da so nehmen. Gleich. Und dann. Passt da nicht alles auf eine Schubkarre, meinst du? Nee, hier ist außenrum auch noch. Okay. Kann auch beim Wälzen passiert sein. Ja! Get the Faust! Ist bequem. So harmonische Schwestern, Yin und Yang, das Gleichgewicht. Geht auch bestimmt nicht Streit zu Hause, oder mit dem? Nie. Nur ein Herz. Total. Tschüssi!